Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Heinerstube. Es ist Sonntagmorgen, deswegen sehen wir alle noch etwas verschlafen aus. Möglicherweise auch, weil wir uns so gefreut haben über das ordentliche Spiel. Das SV Darmstadt 98. Ich begrüße wie immer den Jakko. Hallo Jakko. Gute in die Runde, hallo. Und der Nick ist auch wieder dabei. Hallo Nick. Hi, hallo. Ja, Freitagabend, ein ziemlich unterhaltsames Spiel mit unterschiedlichen Phasen und einer insgesamt guten Leistung des SV Darmstadt 98, würde ich sagen. Jakob, wie siehst du es? Ja, Stefan, wie immer, Vorfreude aufs Spiel gehabt. Und auch endlich mal nach dem Anpfiff wieder gesehen. Freitagabendspiel freut man sich eigentlich immer sehr drauf, das Wochenende dann mit dem Darmstadt-Spiel einzuläuten. Karlsruhe, schwieriger Gegner gewesen, wusste man schon von Anbeginn. Ähnlicher Gegner wie Magdeburg, auch von der Formstärke her. Und ja, als ich dann die ersten 30 Sekunden, kann man eigentlich schon sagen, gesehen habe, dachte ich mir so, ui, okay, die pennen noch. Karlsruhe ist gerade griffiger, und wenn das jetzt wieder die Devise ist für das ganze Spiel, dann wird das ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ja, da kann ich auch nur zustimmen. Ich dachte auch so gleich, oh Scheiße. Also es war schon, ist sehr lustig gewesen in Karlsruhe. Ich war zum letzten Mal vor 3 Jahren in Karlsruhe, da war noch alles Baustelle. Mittlerweile haben die echt ein schönes Stadion in Karlsruhe, muss man tatsächlich sagen. So ganz, ganz geschlossen, sehr, sehr, sehr modern. Ist wirklich sehr, sehr, sehr cool geworden. Vor 3 Jahren bin ich über die Baustelle irgendwie plötzlich im Innenraum gelandet, weil die Ordner keinen Plan hatten und ich dann plötzlich stand ich neben dem Spielfeld und Fabi Holland stand mir damals gegenüber, schüttelte mir die Hand und der Pressesprecher sagte so, was machst du da? Diesmal stand ich wieder, obwohl das Stadion fertig ist, keine Baustelle war, stand ich wieder plötzlich im Innenraum und habe wieder den Pressesprecher ge getroffen und der hat mich dann an den KST-Pressesprecher verwiesen. Der musste sehr schmunzeln, als ich gesagt habe, ich weiß, ich gehöre nicht hierher, aber ich will auch ganz schnell hier weg. Wie komme ich hier raus? Und so kam ich dann schließlich auf die Tribüne. Es ist muss da tatsächlich entweder 4 Etagen hochklettern in die Medientribüne in Karlsruhe, auf die Medientribüne oder mit dem Aufzug fahren. Das ist alles ein bisschen mühsam, aber an sich ein schönes Stadion. Und losgelöst ist von diesem Sidekick, von dieser Anekdote, dachte ich auch, als das Spiel losging, oh Scheiße, das kann ja nichts werden. Dann das 0 zu 1 kassiert, 1 zu 1, dann dachte ich, okay, vielleicht wird es doch noch was, 1 zu 2. Und dann hatte ich echt so das Gefühl, oh, nee, nicht schon wieder. Ich habe keinen Bock. Wie lange dauert es noch? Ich will nach Hause. Nick, wie hast du die Anfangsphase des Spiels mitbekommen? Also ich hatte genau dasselbe Gefühl wie ihr. Ich habe gedacht, so Elversberg reloaded. Da hatte man ja auch schon so nach 30 Sekunden das Gefühl, das geht heute in die Hose. Das war echt der Wahnsinn. Und ja, und trotzdem, du hast ja vorhin gefragt, wie fühlt man sich so nach dem 3-3? Ich habe immer noch kein schlüssiges Gefühl für mich gefunden. Vorher hätte ich diesen Punkt mit Kusshand genommen, wirklich mit Kusshand, weil ich mit nichts gerechnet habe. Aber jetzt so mit 2 Tagen Abstand muss ich sagen, wenn ein gegnerischer Trainer sagt, wir wurden phasenweise paniert und du schießt 3 Tore in Karlsruhe, dann musst du das Ding eigentlich gewinnen. Und klar, ich habe die Vanecek-Chance kurz vor Schluss noch vor Augen, wo wir echt mehr Glück als Verstand hatten in der Situation, aber auch verdientes Glück, muss man mal sagen. Deswegen, meine Güte, ich glaube, Kofeld hat es ganz gut eingeordnet. Der war ja fast eher enttäuscht, hatte ich so das Gefühl, über diesen Punkt. Und man muss es jetzt nehmen. Es kann tatsächlich ein Turnaround sein, weil er sprach ja auch immer davon, Florian Kofeld, dass er Entwicklung sehen will und dass man diese Phasen sozusagen verlängern soll, in denen man selber aktiv ist. Und wenn man das als Messleiter, als Maßstab nimmt, dann muss man sagen, hat man tatsächlich, finde ich, in dem Spiel eine Entwicklung gesehen, weil es waren 70 gute Minuten, so viel wie noch nie in der Saison, und ja, und 20 teilweise lausige Minuten. Ja, ich denke auch, dass man das eben mitnehmen kann, wie du sagst, Nick, diese Entwicklung, also dass die Mannschaft über lange Zeit gut gespielt hat. Es wäre am Ende natürlich echt Glück gehabt hat mit dem Latte, Rücken, Schuhen, Pfosten, Ball bei dem Freistoß von Vanicek. Das wäre nicht verdient gewesen, muss man auch sagen. Also eigentlich hätten sie das Spiel gewinnen müssen. Ich glaube, das haben auch die meisten
Darmstädter so gesehen, zumindest die Spieler und der Trainer haben es eben so gesehen. Aber sie hätten es auch verlieren können, wenn es ganz scheiße wäre, das muss man ehrlich sagen. Und ich hatte so ein Kackgefühl bei dem Freistoß. Ich dachte schon, also das Foulspiel von Riedel war total dumm. Das hätte er echt nicht machen müssen. Da standen drei Leute noch vor dem Spieler. Der hätte den nicht halten müssen, hat er selber danach auch gesagt. Also fand, können wir gleich nochmal auch über Clemens Riedel reden. Aber diese Chance dachte ich, oh nee, oh bitte, bitte jetzt nicht, nicht nach dem Spiel. Aber ja, lasst uns Stück für Stück vorgehen. Wie gesagt, 0 zu 1. Und dann kam das 1 zu 1. Und Fraser Hornby, der vielgescholtene, hat das aufgelegt. Jakob, wie hast du das 1 zu 1 gesehen? Ja, sehr gut herausgespielt, also clever. Also, ich meine, die Kritik an Hornby ist ja bekannt und ich will jetzt bei dem 1-1 jetzt nicht neu aufrollen, aber so wie er das gemacht hat, so stelle ich mir das auch vor, die Kombination zwischen einem Sturmduo, ne? Dass der eine dann uneigennützig ist und an die Mannschaft denkt und eben sieht, wenn der Sturmpartner gerade eine bessere Position hat und besser steht, dass er den Ball dann auch so perfekt rüberlegen kann, dass Leadback den dann auch machen kann. Und man muss auch sagen, ich bin echt sehr froh, dass wir eine Tormaschine wie Leadback bei uns in der Mannschaft in den Reihen haben und dass wir diesen Jungen noch verpflichtet haben, weil ja, so ein Spieler hat auch letztes Jahr gefehlt in der ersten Bundesliga, der einfach mal die Dinger knipst, außer Hans Gackel, den wir da hatten, aber ja auch kein waschechter Stürmer ist. Und Littberg, ich freue mich ungemein für uns und für ihn, dass er jetzt in diese, jedes Spiel seine Tore machen kann. Und ja, clever abgelegt von Hornby. Deswegen ist 1-1 in der Situation sehr gut herausgespielt. Das 1-0 war dann aber auch sinnbildlich für die Anfangsphase, für die Defensivleistung, die sich ja auch ja, durchweg durchgezogen hat in der ersten Halbzeit. Keine Zuordnung, wenn man sich das 1-0 genauer nochmal anguckt, um da nochmal genauer drauf einzugehen, keine Zuordnung zu den Gegnern. Vier Gegenspieler, wenn man sich das anguckt, die hatten einen Radius von 2, 3 Metern gefühlt, wo sie frei hatten, keinen Gegnerdruck hatten und dann auch das Ding locker reinschießen konnten. Ne? Also das ist eine miserable Defensivleistung, das war schon drittklassig. Ja, also Littberg wurde mir viel gelobt, das hat er cool gemacht, aber ich fand auch, dass er in der Entstehungsgeschichte das 0 zu 1 eben mit beteiligt war, weil er konnte den Ball nicht behaupten. Das war eine ganze Fehlerkette, die man da auch sagen muss. Der war schon schlecht rausgespielt von Riedel, von meinem Empfinden. Also so, dass Littberg Schwierigkeiten gehabt hat, den Ball zu behaupten, und dann konnte eben Karlsruhe ziemlich schnell wieder aufs Darmstädter Tor sich zu bewegen. Und ja, wie du sagst, er hat die Zustimmung nicht, die Zuordnung, Entschuldigung, die Zuordnung, nicht gepasst, wobei sie eben auch nicht wirklich Zeit hatten, für mein Gefühl, sich da ordentlich zu formieren in der Zeit. Viel Kritik oder einiges an Kritik hat Gil Bueno bekommen, da der auch der Spieler war, der eben am nächsten am Torschützen stand. Nick, wie hast du das 0 zu 1 gesehen? Also, ich finde nicht, dass es Bueno war. Ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Für mich war eher Müller ein Problem, weil, oder generell haben alle nur Richtung ballorientiert verteidigt. Und das haben wir jetzt schon häufiger gehabt bei Gegentoren, dass wirklich alle nur den Ball im Blick haben. Erinnert euch an das Tor der Magdeburger zum 2 zu 1. Das war dasselbe. Alle gucken stur Richtung Ball und keiner hat so den Raum und die Gegenspieler im Gefühl und im Auge. Also da würde ich glaube, das war echt eine Fehlerkette, aber Bueno war für mich nur das letzte Glied dieser Kette. Aber man kann ja auch schon mal darüber diskutieren, auch wenn wir jetzt uns vielleicht nicht bei dem 1-0 zu lange aufhalten sollten. Aber ich wollte euch mal fragen, nach meinem Empfinden hätte Bonitsch da schon gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen, weil ich finde, auch jetzt mit 2 Tagen Abstand, das hätte auch rot sein können. Und ich nehme an, dass der Schiri, der Florian Lechner, da jetzt auch milde hat walten lassen, weil es einfach noch so früh war im Spiel. Aber wenn dieses Foul in der 60. Minute passiert, muss der nach meiner Auffassung glatt rot runtergehen. Also das hätte echt böse für den Clemens Riedel ausgehen können. Er erwischt ihn volle Kanne. Und ich habe da schon Schiedsrichter gesehen, die ehrlich gesagt dafür rot gegeben haben. Wie habt ihr das gesehen? Also ich habe tatsächlich, wenn du es jetzt sagst, muss ich an eine Szene denken im Heimspiel gegen Dresden, glaube ich, war das, Schnellhardt gegen Jannik Stark. Und da ist Schnellhardt vom Platz geflogen für eine ähnliche Szene. Das ist immer Auslegungssache.
ich dachte mir so im Stadion in Realtime, uff, hart, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, gleich rot. Je öfter man sich das in den Wiederholungen angesehen hat, desto eher kann man zu dieser Entscheidung auch rot kommen. Für mein Empfinden so früh im Spiel vertretbar. Jaku, du als aktiver Fußballer, wie siehst du das? Ja, kann man definitiv rot geben. Also jetzt, wo es nichts auch gesagt hätte, ich hätte es vergessen zu erwähnen. Definitiv habe ich mich auch dann in der Situation aufgeregt. Und da kann man den Schiri eigentlich auch mal ruhig zum VAR schicken, damit er sich die Situation nochmal in Ruhe angucken kann und das eventuell nochmal neu interpretieren kann, die Situation. Ja, ich gehe davon auch aus, dass es einfach zu früh war und wie Nick auch schon gesagt hat, wenn das in der 70 Minuten, 60. 70. Minute gewesen wäre, dann muss man leider auch sagen, ist das dann eine schlechte Schiedsrichterleistung, aber wenn es in den 60. 70. Minuten gewesen wäre, dann hätten sie wahrscheinlich zumindest drüber gucken lassen. Ja, Es ist und halt in solchen Szenen, Entschuldigung. wobei ich Es mal ist eine halt immer Lanze so die brechen Sache, dass muss. der Ja. Schiedsrichter, also die Frage, hat der Burnitsch den gesehen tatsächlich? Also das, hat er den kommen gesehen oder war er voll fokussiert auf den Ball? Das war damals auch das Argument, was für Schnellhardt gebracht wurde. Er hat den ja gar nicht gesehen. Es sah schlimm aus. Der hat damals auch Jannik Stark, der damals bei Dresden gespielt hat, wesentlich härter noch erwischt, als für mein Empfinden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es ist immer so Auslegungssache. Aber Nick, sorry, ich bin dir ins Wort gefallen. Nee, gar nicht. Ich wollte nur eine Lanze brechen für den Florian Lechner. Ich finde, dass der sonst ein echt gutes Spiel gemacht hat. Wir sind ja schnell dabei, immer Schiedsrichter zu kritisieren. Und mir geht es auch Woche für Woche eigentlich auf den Keks. Aber der war gestern, sag ich schon, am Freitag sehr souverän. Das gesamte Schiedsrichterteam hat mir echt gut gefallen. Er hat echt da dem Spiel auch gut getan, hat auch viel laufen lassen. Also das war die einzige Szene, wo ich mich eigentlich aufgeregt habe. Und ansonsten war der echt souverän, muss man echt sagen. Ja, Ja. Schiedsrichter können wir gleich weiter drehen. Vielleicht auch erstmal das 2 zu 1 Karlsruhe. Super Sonntagsschuss. Einfach Schuhen mit Schuld, weiß ich nicht. Hat nicht reagiert. Also, wie seht ihr es? Naja. Also. Ich weiß nicht, klar, es war ein Sonntagsschuss, aber wenn wir schon mal über die erste Halbzeit sprechen, die ersten 30 Minuten, so ein Tor schießt halt auch der sich das Glück irgendwie verdient hat. Und mir gingen da so viele Sachen schon im Vorfeld auf den Keks. Dieser Ballverlust von Riedel zum Beispiel nach 20 Minuten, der eine Riesenchance endete, das war symptomatisch. Können wir auch gleich nochmal über Clemens Riedel ein bisschen länger sprechen. Und dann nie Druck auf den Ball bekommen in dieser ersten Halbzeit. Das zieht sich irgendwie wie ein roter Faden. Und dann auch von Lopez, klar. Also ich habe halt auch gelernt, man soll versuchen, irgendwie den Ball niemals ins Zentrum abzuwehren. Köpft halt mitten rein ins Zentrum. Auch da wieder kein Ba Druck auf den Schützen. Und irgendwie war dieses 2 zu 1, auch wenn es traumhaft schön war, und ich dachte, es gibt's doch nicht, hey, warum immer gegen uns die Sonntagstore? Es war zu diesem Zeitpunkt irgendwie zwangsläufig und die logische Konsequenz, weil einfach schon wieder der Gegnerdruck gefehlt hat. Also die Karlsruhe haben ja vorher riesen Chancen gehabt. Also es war ja Wahnsinn. Die leichten haben sie nicht reingemacht, aber den schweren, den unmöglichen, der ging dann rein. Und ja, und ich glaube, dass. Weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber so in der ersten Halbzeit fand ich auch also wieder mal die Außenposition nicht gut. Also sowohl Lopez als auch auf der anderen Seite Bueno und Corredor. Also das finde ich, da ist zu viel gekommen, sowohl von links als auch von rechts. Ja, Jakob, wie siehst du es? Schwäche Außenpositionen in der ersten Halbzeit? Ich würde die Baustelle jetzt zunächst erstmal auch symptomatisch zum ersten Tor bei den Sechsern sehen, weil auch wenn das ein Sonntagsschuss ist und der den perfekt trifft und der auch in den Winkel geht und wenn man, da hat man nochmal eine Kameraperspektive von Schuhen aus, also von die Torkamera aus gesehen, hat man gesehen, dass Schuhen in dem Moment zwei, drei Spieler in seinem Sichtwinkel hatten und der gar nicht sehen konnte, wo der Ball jetzt eigentlich, ob der Ball geschossen wird und wo der hinkommt. Also da sehe ich die Schuld gar nicht so bei Schuhen. Sieht natürlich blöd aus, wenn der Schiri dann so wie angewurzelt stehen bleibt. Ja, ist halt ein Der bisschen Torhüter. Kacke. Genau, der Torhüter. Und genau, also ich frage mich auch, wenn das ein Sonntagsschuss ist und der sehr schön getroffen ist, warum kann er da den Ball noch so aufdotzen lassen und dann noch wirklich so perfekt anvisieren, dass er den Ball dann auch noch in den Winkel schießen kann? Im Sechser, also Kleefisch und Müller, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich
bin da noch nicht so überzeugt von. Auch natürlich, wenn es in der zweiten Halbzeit deutlich besser lief, alles, aber so Müller und Kleefisch, weiß ich nicht, ob ich die jetzt dauerhaft da als Sechser sehe und wie mir das so gefällt. Ich kann das noch nicht so zuordnen. Ich habe bis jetzt, hat das Negative überwogen und das so waren es auch bei den ersten zwei Gegentoren, wo ich finde, dass die Zuordnung klar von den Sechsern aus vor dem 16er sein muss. Ja, Nick, wie siehst du es? Haben wir ein Ja, Problem auf ich der Sechs? fand, Kleefisch habe ich mich auch in den ersten 20 Minuten, also an dem kann man sowieso das gesamte Spiel fast erzählen, weil der hat auch eine unglaubliche Entwicklung hingelegt, von denen in den ersten 20 Minuten auch total fahrig, einfachen Bälle teilweise in den Gegnerfuß gespielt. Ja. Und dann war er aber so ein freies Radikal, würde ich jetzt mal sagen, im Lilienspiel. Der war ja überall, hat den Spielaufbau maßgeblich geprägt. Und dann gehörte er für mich zu den absolut stärksten Lilien-Spieler, auch mit seiner Mentalität, die er da reingebracht hat. Also Klefisch hat mich dann echt auch wie der Rest des Teams überzeugt. Aber ich auch mit dieser, ich meine, ihr kennt meine Kritik an Müller. Ich bin da auch noch nicht ganz sicher. Ich finde, er hat dann im Spiel nach vorne, gerade in der zweiten Halbzeit, auch seine Akzente gesetzt. Aber ich wünsche mir da eher so einen klassischen. So ein Mörder, so ein auf der Sechser, so einer, der Auer macht, der einfach dafür da ist, ständig den Gegenspielern auf dem Fuß zu stehen und den man so ein bisschen fürchtet. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß nicht, ob dann die Perspektive die ist, dass man wirklich nur mit Kleefisch als Sechser spielt, also der vom Spielertypus her das, glaube ich, mitbringen würde. Also da müsste man, glaube ich, in der Aufstellung noch mal ein bisschen was verändern. Aber für mich also ich sehe auch Müller ziemlich kritisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, zu Kleefisch muss man allerdings sagen, dass er vorher, hat er auch nach dem Spiel nochmal erklärt, er hat vorher nicht auf der 6 gespielt. Die erste Phase hat er auf der 8 gespielt. Er ist viel vorne angelaufen und war also deutlich weiter vorne positioniert als dann später, als er gut wurde. Also tatsächlich hat er dann auf der 6, war so eine abkippende 6, die er da gespielt hat, teilweise auch noch weiter nach hinten gegangen, unglaublich viel unterwegs wäre. Er hat nicht gut angefangen, aber tatsächlich dann später sich gesteigert und für mich, ja, also Nick, stimme ich ja auch zu, an dem kannst du die Geschichte des Spiels erzählen und für mich auch eigentlich, nein, auch uneigentlich Spieler des Spiels gewesen, also auf jeden Fall. Wir hatten ja auch schon mal, ich habe es beim Lilienblock geschrieben, aber auch hier drüber gesprochen, Hierarchie, Führungsspieler. Das ist so einer, der jetzt, wo Kempe und Jasula alt sind, Holland verletzt ist, Zimmermann verletzt ist, das ist so einer, der könnte da reinwachsen, hat auch dann Kohfeldt danach gesagt. Das ist genauso so einer, der die Mannschaft mitreißen kann. Der ist 24, wird jetzt bald 25. Also das ist echt einer, an dem er auch noch viel Freude haben kann und für den die Lilien ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen haben vor der Saison. Aber ja, der ist cool. Und wenn du vor dem stehst, kannst du auch ein bisschen Angst haben vor dem. Also der ist schon auch so ziemlich groß und mit seinem Bart und den roten Haaren. Und wenn der dann auf dem Spielfeld so dann schreit und voll mit Emotionen ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch den einen oder anderen gegnerischen Spieler ein bisschen beeindrucken kann. Also auf jeden Fall, Klefisch fand ich gut. Ja, und wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit schon springen, fand ich, dass die Lilien gut aus der Pause gekommen sind. Also man hat schon gemerkt, dass sie eben so nach 15, 20 Minuten immer mehr ins Spiel gekommen sind und danach der zweiten Halbzeit von Anfang an eigentlich dominiert haben und das wirklich sehr gut gemacht haben. Das 2:2 durch Förster erzielt haben, was zurückgepfiffen wurde. Ich habe es im Stadion nicht gesehen, erst in der dritten Wiederholung, dass dann Liedberg eben zurück aus dem Abseits gekommen ist und dann erst angespielt wurde, weil Förster war eben nicht im Abseits. War schade, war ein schönes Tor. Dann eben wieder sind wir wieder bei Kleefisch, der dann nach dem aberkannten Tor, wo du denkst, oh, hat die Mannschaft jetzt noch die Mentalität, dann macht Kleefisch das 2:2. Wie habt ihr so diese Anfangsphase der ersten Halbzeit gesehen, Jakob? Ja, also ich habe mir auch schon wieder gedacht, okay, wir werden jetzt wieder zwei verschiedene Halbzeiten sehen, wie fast jedes Spiel bis jetzt in dieser Saison. Schade, dass wir das nicht durchweg durchziehen können, aber ja, also mit viel mehr Energie. Man hat gemerkt, okay, dass jetzt irgendwas passiert. Dann waren ja die zwei Wechsel direkt zur Halbzeit. Korridor raus und Bueno raus, meine ich, waren es, ne? Genau, ja. Und Nee, oder?
War Doch, mein doch. Ja, nee, Dachbein und zwar doch hat die hast linke recht, Außenbahn ja, gewechselt und hat stimmt, ja. dafür Nürnberger und Masweiler gebracht. Genau, Nürnberger nochmal, also 1:1 auf die Position von Bueno, und bei Bueno war es ja, meine ich jetzt auch, eine Belastungssteuerung. Da hat man ja beim letzten Spiel schon gemerkt, okay, der hat noch nicht so die große Spielpraxis, kommt von der zweiten Mannschaft von Dortmund. Ich glaube, der braucht noch ein bisschen, um auf einen Fitnesszustand zu kommen, dass er auch jedes Spiel über 90 Minuten spielen kann. Auf jeden Fall hast du dann gemerkt, ich weiß jetzt nicht, ob es bedingt durch die Auswechslung war oder ob es allgemein auch die Kabinenansprache und die Mentalität war, in der die Mannschaft dann aus der Kabine rausgekommen ist. Auf jeden Fall hat mir dann auch Masaila sehr gut gefallen, der dann direkt ja, aufgewirbelt hat und auch zu ein, zwei Chancen gekommen ist. Und ja, die aberkannten VR-Tore, das waren dann, ich habe es auch schon direkt in den Fernsehbildern gesehen, dass Lidbeck da eventuell aus dem Abseits gerade rausgelaufen kommt und das gerade in dem Moment dann, ja, der dann im Abseits stand. Wäre sehr schade, wäre auf jeden Fall ein schönes Tor gewesen durch Förster in seinem direkt ersten Spiel von Anfang an, hätte sein Tor gemacht. Wäre echt schön gewesen, aber ja, es war dann halt so ein bisschen. Ja, wir haben ja auch immer Pech mit VAR, muss man schon sagen, aber es sind auch halt zu Recht aberkannte Tore. Und Ja, und dann. ich hatte halt echt die Angst, dass das, weil das macht ja auch was in den Spielern, ne? Wenn du dann wirklich Tore hast, die dann aberkannt werden, du bist eigentlich dran, kannst das 2:2 erzielen, ne? Kannst da den Turnaround im Spiel schaffen und dann vielleicht noch aufs 3:2 gehen. Und dann in den perfekten Spielminuten in der Zeit, sage ich mal, 50., 60. Minute, kriegst du dann eigentlich, schießt ein Tor und dann wird es aberkannt. Das ist halt dann auch schwierig, mental da wieder rauszukommen. Deswegen auch Props an die Mannschaft, dass es dann hinten raus dann noch gereicht hat im Kopf. Ja, also ich fand ja auch, also beide VAR-Entscheidungen waren richtig, aber beim Tor von Kleefisch, ich war mir so sicher, dass er im Abseits stand, weil er war einfach in der Mitte komplett im Abseits, bis ich dann irgendwie in der dritten Wiederholung gesehen habe, dass da oben im Strafraum noch jemand stand, Ja. der ganz knapp das Abseits aufgehoben hat. Also auch korrekt entschieden, aber das habe ich aus der Geschwindigkeit des Spiels von der Medientribüne ganz weit weg einfach nicht gesehen, hatte ich nicht im Fokus, weil ich nur nach innen geguckt habe. Also insofern beide VAR-Entscheidungen korrekt. Und dann hat es mich besonders gefreut, dass die Führung durch Vukotic gefallen ist, der ja auch hier schon immer wieder heftig kritisiert wurde und in Karlsruhe an dem Abend auch echt keinen leichten Stand hatte, nachdem er ja, in der ersten Halbzeit eine Weile am Boden lag, Karlsruher Angriff unterbrochen wurde und er dann ziemlich schnell wieder aufgestanden ist und fortan das ganze Stadion hinausgepfiffen hat. Ja, aber Vukotic für mein Empfinden auch sonst eine wirklich ordentliche Leistung gemacht. Nick, wir haben ihn ja schon öfter kritisiert. Wie hast du Vukotic gesehen? Ich finde auch, er hat echt ein schweres Standing gehabt in dem Stadion und ich fand, es war sein bestes Spiel für die Lilien bisher. Hat auch viele wichtige Zweikämpfe gewonnen und hat endlich mal diese Gefahr bei Standardsituationen ausgestrahlt. Gab ja noch eine Situation, wo ich gedacht habe, den hätte er eigentlich machen müssen. Ganz am Anfang. Ich habe mich echt gefreut und ja, ich meine, Kempe-Ecke Tor, das kennen wir ja irgendwo her. Gibt es jetzt ja schon wieder schöne Grüße an Bernd Link, No Kempe, No Party, sagt er ja. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil bei Kempe finde ich, der hat eigentlich jetzt eine ganz gute Rolle gefunden. Ich sehe ihn weiterhin nicht über 90 Minuten und also für mich ist eher so Late Kempe, Late Party angesagt. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut, weil er tatsächlich das Spiel nochmal verändert hat und endlich auch mal wieder gute Standards geschossen hat, weil man darf nicht vergessen, alle, die jetzt so Kempe jünger sind, sollen sich daran erinnern, dass wenn Kempe gespielt hat in den letzten 12 Monaten, dann war er häufig eben kein Faktor, auch bei den Standardsituationen. Auch seine gefährlichen Standards waren nicht mehr die früherer Tage. Und das war jetzt das erste Spiel, wo ich sage, da war jede Standardsituation wirklich gefährlich und er war voll im Spiel drin, hat auch mit den Fans immer wieder interagiert. Es hat mir sowieso gut gefallen, dass man sich so gegenseitig gepusht hat, auch Fans und Mannschaft. Und da war diese Entschlossenheit, die ich in dieser Saison noch nicht gesehen habe, diese Gier auch nach dem 2:2 weiterzumachen. Komm, wir schlagen die heute. Und das war wirklich klasse. Und plötzlich stimmten auch die Kommandos beim Pressen, beim Anlaufen. Die Ketten rückten nach. Es war so richtig, die haben denen ja keine, wie der Eichner gesagt hat, wir sind paniert worden. Also wir haben die so dermaßen dominiert. Und das fand ich schon echt beeindruckend. Und so könnte es gehen. Ich finde, es war das erste Spiel, wo man die Handschrift von Florian Kohfeldt auch wirklich gesehen hat. Das könnte der Weg sein.
Wenn wir jetzt nur noch hinten den Laden dicht kriegen würden, dann wäre echt alles gut, weil Karlsruhe war in meinen Augen mausetot. Man hat eigentlich eher auf das 4 zu 2 gewartet, mausetot. Und auch 2 Tage danach kriege ich jetzt schon wieder meinen Blutrausch, wenn ich an Lopez denke. Also dieses Tor, dieses 3 zu 3, ich reg mich jetzt noch fürchterlich auf. Also wenn man sich die Szene anschaut, er hat zweimal die Möglichkeit, das Ding aufs Tribünendach zu jagen oder sonst wohin. Also das ist unverzeihlich gewesen, dieser Fehler. Und vor allem, weil wir wieder diese Mannschaft reaktiviert haben, die eigentlich schon am Boden lag. Die haben ja selber schon gar nicht mehr an ihre Chance geglaubt. Und es wäre jetzt der Gipfel der Unverschämtheit gewesen, wenn die dann am Ende den Vanicek-Freischuss noch reingemacht hätten und das Ding gewonnen hätten. Also wenn du auch in den Foren vom KSC dich umhörst oder auch nochmal die Aussagen von Christian Eichner oder den Spielern anschaust, die wissen heute noch nicht, wie sie den Punkt geholt haben. Die sind mega dankbar und das ist natürlich auch toll für uns, dass ein Gegner sowas sagt. Aber nochmal, wenn dieser Fehler da vor dem 3-3 nicht passiert, dann gewinnen wir das Ding 4-2, Ende aus und das ärgert mich immer noch wahnsinnig. Ja, also stimme ich dir zu. Also das auch mit Kempe, auch gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil tatsächlich hat Tobi Kempe eben in der ganzen Bundesliga-Zeit kaum gute Standards geschlagen. Das hat schon auch Thorsten Lieberknecht noch vor ein paar Wochen gesagt, als er noch im Amt und Würde war. Also, und ich glaube auch, dass das Kempes Wert jetzt wirklich daran liegt, dass er Routine hat, dass man ihn spät bringt, aber ich glaube auch nicht, dass es noch in der Regel nicht für 90 Minuten reichen wird, aber so ist er super wertvoll und das war sehr, sehr schön. Und ja, Lopez genauso. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit drüber gesprochen, diese Kopfballabwehr, wo er den Ball dann für Jensen quasi aufgelegt hat, nach innen geköpft hat, das war nicht gut. Und ja, und da habe ich mich auch echt aufgeregt. Es war die einzige, bis zu diesem Zeitpunkt, die einzige Chance für den KSC in der zweiten Halbzeit. Ich habe dieses Wort paniert, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, was Christian Eichner gesagt hat, finde ich aber total geil, also weil die Lilien wirklich so dominant waren und ja, und dann dieser Scheißfehler von Lopez, das muss man einfach sagen. Jakob, wie hast du denn diese Situation gesehen vor dem 3 zu 3? Ja, muss ja ganz klar wegschlagen. Man kann jetzt auch darüber sprechen, ob Schuhn das vorher so ein bisschen einleitet, da den Ball da in den engen Raum, sage ich mal. Und ich meine, wir haben ja auch alle Herzrasen, das ganze Spiel und die Spiele schon, wenn die anfangen, hinten ihre Passstaffetten zu machen, versuchen hinten rauszuspielen. Und dann ist natürlich Pech und auch echt zum falschen Zeitpunkt und da leider auch ein bisschen unglücklich gelaufen, dass ja, Lopez da den Ball nicht einfach wegschlägt und eben, dass es dann nicht zum 3-3 kommt, weil ich meine, wenn du aus dem Spiel heraus dann das 3-2 schießt und die ganze Zeit am Drücker bist und dann kriegst du das 3-3 sehr unverdient mit quasi der ersten Chance, die sie in der Halbzeit hatten und der geht dann auch noch rein. Es ist halt dann. Es hat mich sehr aufgeregt und jetzt auch 2 Tage danach ist ja auch noch nicht der Frust da gegessen. Es ist schön, wenn der gegnerische Gegner uns da Props gibt. Paniert habe ich auch noch nicht gehört. Schönes Wortspiel auf jeden Fall. Aber Fakt ist auch, wir können uns von dem Punkt erstmal nichts Großes kaufen, weil ich bin ein Freund. Ich gehe lieber zu 100% auf den Sieg, weil hole ich 3 Unentschieden hintereinander, sind das 3 Punkte. Wenn ich in einem Spiel 3 Punkte hole oder von 3 Spielen 2, dann habe ich 6 Punkte. Und man muss auf die 3 Punkte gehen. Und wir sehen es ja auch gerade. Wir können uns nicht viel damit kaufen. Wir stecken immer noch unten drin. Und in der zweiten Liga geht es wirklich um jeden verdammten Punkt, den wir da holen. Wir wissen ja, wie es aussieht jedes Jahr. Du hast entweder die erste Tabellenhälfte, wo gefühlt noch bis zum 9. Platz jeder um Aufstieg mitspielen kann, bis zum 30. Spieltag. Oder dann bis zum der 18. bis zum 10. Platz, wo quasi noch gefühlt jeder absteigen kann, ne, punktetechnisch. Und da müssen wir jetzt aufpassen, wir können uns davon nichts kaufen. Wir müssen die Punkte sammeln, wir müssen auf Siege gehen, wir müssen auf die 3 Punkte gehen. Und mir fehlt es an Konstanz, auch wenn wir sehr positiv jetzt aus dem Spiel herausgehen. Wir dürfen nicht vergessen, die ersten 20 Minuten, die haben sich eben in den letzten Spieltagen auch abgezeichnet gehabt. Und ich hoffe, dass jetzt endlich mal ein bisschen Konstanz reinkommt, auch jetzt mit der Länderspielpause, die dann kommen wird, dass dann auch dieses System Kofeld dann auch noch mehr etabliert wird und die Spieler das noch mehr verinnerlichen. Und ja.
Ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Spiele ein bisschen konstanter wird und dass der Gegner dann auch wieder Angst bekommt vor uns und sich nicht freut, ach, jetzt fahren wir nach Darmstadt oder Darmstadt kommt zu uns und wir können uns darauf einstellen, dass wir 2, 3 Tore schießen werden. Ja, also was man eben nach dem Spiel gehört, alle haben gesagt, ja, es war mehr drin, aber am Ende hätten wir auch noch verlieren können. Problem, Abwehr, muss man einfach sagen. Jetzt in den letzten 3 Spielen 10 Gegentore, nee, 8 Gegentore. 8 Gegentore waren es, ne? Ja, 8 Gegentore. Das ist zu viel und die Abwehr ist nach wie vor nicht sicher. Jakob, du hast es auch gesagt, eben, wenn die hinten Kurzpass spielen, mittlerweile stehen ja die beiden Innenverteidiger rechts und links vom Torhüter, wenn der Torhüter den Ball hat, und dann spielen die da hin und her. Und hab's auch im Lilienblock geschrieben, also da kriegst du schon auch so erhöhten Puls, weil die beide nicht sicher wirken, für mein Empfinden, beide auch nicht die schnellsten sind. Kotic jetzt auch nicht unbedingt der Filigrantechniker ist schon auch seine Stärken sicher nicht mit dem Spiel, mit dem Ball am Fuß hat, das muss man einfach auch sagen. Puh, nicht, das ist sicher noch ausbaufähig. Also Kleefisch hat das so schön gesagt, ja, wir müssen auf jeden Fall an der Defensive arbeiten, denn wir können nicht jedes Spiel 5 Tore schießen, um dann noch am Ende zu gewinnen. Das ist glaube ich, ein Problem. Aber Nick, wie siehst du die Abwehrleistung insgesamt? Ist für dein Empfinden auch die größte Baustelle im Kader oder siehst du noch was anderes? Ich sehe schon die Abwehr als größte Baustelle momentan. Clemens Riedel ist, finde ich, schon seit Wochen völlig außer Form. So sehr ich ihn schätze und so gut ich es auch finde, an ihm festzuhalten. Es ist ein Darmstädter Jung und so viele haben wir nicht. Und wahrscheinlich muss er da als junger Spieler jetzt auch ein Stück weit durch. Aber dann musst du ihm tatsächlich Sicherheit an die Seite stellen. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wirklich. Einen räudigen Sechser, der auch dann, es kann nicht sein, dass Schuhen, Riedel und Vukotic den Spielaufbau da hinten machen. Das funktioniert nicht. Also dann muss halt ein Kleefisch als erste Station so rum zur Verfügung stehen und den Spielaufbau machen. Ich erinnere an die Tage mit Altintop, das waren für mich immer die schönsten, zumindest was den Spielaufbau betrifft. Der Rest war ja nicht so erfreulich, aber dem hast du den Ball gegeben. Und der hat erstmal den ganzen Spielaufbau, der hat da Ruhe reingebracht und das hat ausgestrahlt. Und wir haben jetzt 3 nicht besonders fußballerisch begabte Aufbauspieler, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich sage, nehme bewusst 3, also auch Marcel Schuhen. Das ist nicht sein Spiel und er strahlt Unsicherheit aus. Und ich finde, das strahlt dann auch insgesamt aus. Und das spürt ja auch ein Gegner, der weiß, hey, wir müssen die aggressiv anlaufen, unter Druck setzen, weil dann kommt wieder das lange Holz und dann ist der zweite Ball wieder weg. Also das funktioniert so nicht. Ich bin auch ein Freund davon, nicht gleich wieder langes Holz, weil damit sind wir auch nicht gut gefahren. Wir kommen über die Ballkontrolle. Ich finde den Ansatz von Kofeld richtig. Nur geht es dann eben im Spielaufbau los. Wer bekommt die Pille? Wer bringt da Ruhe rein? Ja, also ich weiß es auch nicht. Das, was auf der Bank sitzt, strahlt halt auch nicht die Sicherheit aus. Wenn da jetzt so ein Zimmermann in guter Form wäre, aber ich glaube, das Buch oder das Kapitel Zimmermann können wir schließen. Mein persönliches Empfinden momentan ist, ohne zu spekulieren, dass im Winter die Wege sich trennen werden. Ich habe so ein Bauchgefühl, das mir sagt, dass das etwas Chronisches ist, dass es da vielleicht auch einfach nicht mehr weitergeht, dass es für Spitzensport auf dem Niveau nicht mehr reicht. Und das ist schlecht, weil Zimmermann war, finde ich, in seinen guten Tagen eben genau diese Führungsfigur, dieser ruhende Pol hinten. Leider war er dann zu oft verletzt. Und dann müssen wir halt im Winter schauen, ob wir auf der Position nochmal mit Erfahrung nachlegen, weil ich glaube, wenn Clemens Riedel da auch jemand an seiner Seite hätte, der einfach eine gewisse Klasse und Reife mitbringt, dann kann der auch nochmal eine Schippe drauflegen. Vukotic ist mir da auch noch zu labil. War jetzt mal ein Anfang, die Leistung, aber aus ihm wird auch in Zukunft kein filigraner Fußballer werden. Und also insofern, die Baustelle ist da. Interessant fand ich ja auch Kofelds Anmerkung, dass jetzt extrem an der Athletik auch gearbeitet wird. Also, dass es jetzt intensive 2 Wochen werden, also nicht irgendwie Füße hoch und mal entspannen und mal ein kleines Testspiel dazwischen.
Das ist, stellt im Nachhinein auch Lieberknecht und Co. kein gutes Zeugnis aus. Wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, dass anscheinend im athletischen Bereich da Luft nach oben ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn Kohfeldt jetzt eigentlich schon, also jetzt hat er es zum ersten Mal direkt ausgesprochen, dass er da einen athletischen Block einbauen möchte. Und das ist zu diesem Zeitpunkt der Saison schon eher ungewöhnlich, dass man das machen muss. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ich muss sagen, mich erschüttert das ein bisschen, weil man eigentlich, der Vorwurf steht schon lange im Raum. Man hat jetzt im Sommer eigentlich Weichen gestellt. Man hat zwei Trainingslager gemacht. Man hat den Performance-Chef Alexander Ryan eingestellt und alles. Man hat so viel da in die Richtung gemacht. Und ja, ich kenne die Werte, die Laktatwerte und was weiß ich, was die Werte der Mannschaft nicht. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie nach dem Spiel auf dem Zahnfleisch gehen und in die Ecke kotzen, weil sie nicht mehr können. Also in der Mixzone habe ich da noch niemanden gesehen, der da so am Ende war. Ich kann das von außen finde ich das immer schwer zu beurteilen, aber und da, was du auch gesagt hast, weil auch nicht die erste Andeutung von Kohfeldt, dass das da eben noch was Fitness, Athletik, dass da Luft nach oben ist. Wer hat auch schon vorher gesagt, dass irgendwie in allen Bereichen kann man sich noch verbessern. Das war sehr diplomatisch, aber normalerweise, wenn ein Trainer ein Team übernimmt, sagt er immer, es ist in einem einwandfreien Zustand ganz super da. Also das war schon auch so, dass er gesagt hat, es ist in allen Bereichen Luft nach oben, hat gezeigt, dass es da offensichtlich dann doch Defizite gibt. Bei aller Zurückhaltung, die uns, finde ich, von außen geboten ist, den Fitnesszustand der Mannschaft zu beurteilen, aber da scheint was dran zu sein. Jakob, wie siehst du das? Also Fitness, ist das war das ein Problem? Wird das besser? Muss man da dran arbeiten? Oder wo siehst du die Baustellen? Ich denke ja, also wenn wir jetzt das Thema Fitness gerade haben, ja, es ist, ich meine, ich bin ja auch oft mal auch beim Training vor Ort gewesen, ob es jetzt unter Lieberknecht gewesen ist oder bei Kohfeldt jetzt zwei, dreimal. Man sieht schon eine deutliche Veränderung, so das, was wir jetzt vom öffentlichen Training her mitbekommen. Ne? Fakt ist ja auch, dass Herr Kohfeldt nur einmal öffentlich trainiert in der Woche bis jetzt und die restlichen Trainingseinheiten nicht öffentlich stattfinden, was ja unter Thorsten Lieberknecht andersrum war. Wir hatten, glaube ich, zwei, drei öffentliche Einheiten und dann eine oder höchstens zwei nicht öffentliche Einheiten. Und ich hatte auch immer so dieses Gefühl, da ist kein Auspowern da. Als Kreisliga-Fußballer, dann guckt man ja zu und dann wäre man auch gerne auf dem Platz und wird da mittrainieren mit den Profis. Und wenn ich mir da dann so vorstelle, okay, ich hatte jetzt auch mittrainiert, dann ich wäre jetzt nicht außer Puste gewesen. So, will ich jetzt mal so ein bisschen von mir behaupten. Aber gut, Stefan, wie du es schon sagst, es ist halt von außen schwer zu beurteilen, ne? Weil ich will mir auch nicht anmaßen, da irgendwie über den Trainerstab von Thorsten Lieberknecht und da, dass da Fitness das einzige Problem war. Wir haben halt die Fakten, die nüchternen Fakten, die wir betrachten. Und Fakt ist auch, dass in der ersten Liga wir in den letzten 20, 30 Minuten auch nichts mehr so wirklich gerissen haben und immer tot waren. Wir haben die nüchternen Faktenlage der Laufleistungen, die auch in der zweiten Bundesliga noch nicht so stark waren und die jetzt, ich habe mir die jedes Spiel angeguckt, die jetzt so signifikant gestiegen sind. Jetzt auch die Laufleistung gegen den Karlsruher SC waren wir auch überlegen. Sind wir 2, 3 Kilometer mehr gelaufen, meine ich, wenn ich die Fakten jetzt noch richtig im Kopf habe. Und ohne da jetzt konkrete Namen zu nennen, ich weiß auch, dass aus Spielerkreisen ja so gewisse Aussagen gefallen sind, wie unter Kohfeldt ja zum ersten Mal Muskelkater gehabt seit langem. Und ja, ich will das Thema nicht ausweiten. Ich wollte das noch eingeworfen haben und dabei belasse ich es dann auch. Ja, Laufleistung ist immer so ein Thema. Man muss auch sagen, dass das System Lieberknecht einfach nicht auf viel Laufleistung ausgelegt war und dass man damit in die Bundesliga aufgestiegen ist. Also da hat das schon funktioniert. In der zweiten Lieberknecht-Saison hat das funktioniert. Laufleistung an sich ist halt auch nur sehr bedingt ein Indikator. Wenn du eine hohe Laufleistung hast, dann kann das auch heißen, dass du ständig hinterherläufst. Also das ist jetzt, sollte man mit Vorsicht beachten, behandeln, für mein Empfinden. Aber ja.
Tatsache ist, und da habe ich auch in den Werten gesehen, dass die Mannschaft mittlerweile mehr läuft, aber das heißt auch, dass sie das kann. Also, dass sie, das spricht dann wieder dagegen, dass die Fitness so schlecht ist. Also, wenn die jetzt unter Lieberknecht 3 Jahre katastrophal trainiert hätten, dann könnten sie jetzt nicht so plötzlich die Laufleistung einfach so hochschrauben. Insofern, ja, bin gespannt, was da passiert, wie es weitergeht. Vielleicht nochmal zum Thema Abwehr, Nick, weil wir da ja auch, weil du das eben auch aufgeworfen hast. Es ist ja auch personell in der Abwehr mittlerweile ziemlich dünn. Also wenn jetzt Zimmermann tatsächlich, also ich fände es sehr schade, wenn er nicht mehr zurückkäme, aber man muss tatsächlich sagen, dass er das vergangene Jahr dauernd verletzt war. Da gibt es wirklich ein Problem. Und dann ist da nur noch Maglitzer. Dann kann man vielleicht den Klefisch, der hat in früheren Jahren auch schon Innenverteidiger gespielt, noch zurückziehen. Aber ansonsten ist da kein klassischer gelernter Innenverteidiger mehr. Und das ist schon ein bisschen dünn. Jetzt lasse ich noch einen verletzen und dann sehen wir da sehr alt aus. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es vielleicht nicht bei den 13 Neuzugängen bleibt, die wir in dieser Saison hatten, sondern tatsächlich noch ein 14. Kommen könnte, weil es tatsächlich in der Innenverteidigung auch sehr, sehr dünn aussieht. Ja, Jasula haben wir jetzt noch, hat. aber Jasula, ja, gut. Jasula könnte auch noch spielen, aber auch Ja. der ist, glaube ich, halt im Herbst seiner Ja. Karriere und hat jetzt sich in den ersten beiden Saisonspielen auch nicht unbedingt dafür weitere Einsätze empfohlen. Ja, jetzt haben wir Länderspielpause. Bislang kein Testspiel angekündigt. Vielleicht müssen wir wirklich nur Rennen und Athletik machen. Das steht noch nicht so ganz fest oder ist zumindest noch nicht kommuniziert, sagen wir es mal so. Und dann geht's gegen Köln. Wir haben ja in den Kommentaren, die wir fleißig zur Heiner Stube auch lesen, bekommen, ja, Spieltagstipp, Spieltagsvorausschau. Ich finde, jetzt für eine Länderspielpause ist es allgemein sehr lange. Wir haben auch vorhin intern mal drüber gesprochen. Ausblick aufs nächste Spiel, Spieltagstipp. Das ist immer sehr viel Kaffeesatzleserei. Ihr könnt beim Lilienblock immer den Spieltagstipp auch abgeben, aber wir beschränken uns primär erstmal hier in der Heiner Stube auch auf das, was war und versuchen nicht zu sehr in die Glaskugel zu blicken. Insofern das nochmal an euch. Ja, vielen, vielen Dank für die rege Diskussion. Wird immer mehr, was wir bei der Heiner Stube finden bei YouTube. Das ist wirklich auch teilweise kontrovers. Nicht immer alle einer Meinung in der Regel, aber ein sehr moderater Diskussionsstil. Das finden wir auch sehr schön. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, die findet ihr, wie gesagt, beim Lilienblog. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt bei der Heiner Stube und beim Lilienblog. Zum einen mit Abonnieren, zum anderen aber auch könnt uns auch finanziell unterstützen. Die Details dazu findet ihr in den Anmerkungen unter dem YouTube-Video. Ansonsten sind wir auch bei Spotify zu finden und wir werden weiter expandieren. Wir halten euch da auf dem Laufenden, soweit erstmal nur als Appetitmacher sozusagen. Ich bin soweit fertig. Jakob, hast du noch was, was du unseren Zuhörern, Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest, bis wir uns nach dem Köln-Spiel wiedersehen? Ach, Länderspielpause genießen und dann geht's wieder Vollgas weiter. Und bis dahin, ja, schön kommentieren, wie Stefan auch schon gesagt hat, weil wir lesen uns die Kommentare echt immer alle, jeden einzelnen durch und freuen uns auch über Feedback, was auch Verbesserungsvorschläge, ne, auch sehr wichtig. Ja, und Nick? Ach, ich freue mich irgendwie auf Köln. Ich habe, kann es nicht erklären, aber ich habe ein gutes Bauchgefühl und ich hoffe wirklich, dass wir da den Bock umstoßen. Müssen wir auch. Also der Punkt ist nur was wert, wenn wir gegen Köln nachlegen und gegen Ulm. Also wenn du da mal mit 6 Punkten rausgehst, kann das noch eine echt schöne Saison werden. Und bitte von Anfang an denen auf den Zehen stehen, weil Köln hat keine besonders stabile Defensive. Und erst recht gegen die müssen wir unser Heil in der Offensive suchen und vielleicht stehen wir dann hinten auch mal ein bisschen besser, das wäre mein ganz großer Wunsch. Alles klar. In diesem Sinne, Nick, Jakob, vielen Dank euch draußen an den Bildschirmen und anderen Geräten. Alles Gute, bleibt sauber, bleibt uns treu und wir hören uns. Bis dahin, ciao. Ciao.